Hallo und herzlich willkommen zurück bei Startopia Let's Play Classic. Wir sind noch mitten in der Mission 3 und haben die Aufgabe, 100.000 Credits an Gesamtwert zu generieren. Wir springen auch gleich mal zurück in die Mission. Wie ihr seht, haben wir schon eine ganze Menge gebaut, unsere Fabriken produzieren und hier stapeln sich schon wieder die Nachrichten. Also, unsere Sensoren messen starke Sonnenprotuberanzen. Sollen wir die Energiekollektoren neu kontrollieren? Ja, bitte. Dann einmal ein Handelsschiff und mein alter Freund Arona. Arona, wie stehen die Aktien? Ich habe hier einige Dinge, die euch sicher gefallen. Ich mache euch ein Angebot. Ihr kauft bei mir und ich spendiere euch eine Flasche köstlichen terranischen Diesel. So, wir könnten jetzt hier die Technologie Skaza MK1 kaufen. Das machen wir auch mal, weil mit der sind wir dann in der Lage, weitere Skaza zu produzieren. Wir müssen dann mal schauen, dass die Technologie hier in einem unserer beiden Frachträume ankommt. Cool, genau, da ist sie. Ein Handelsschiff ist gelandet. Okay, dann kümmern wir uns erstmal kurz darum. So, was haben wir denn hier? Fabrik. Mineralerze günstig, die kaufen wir auch noch. Und hier können wir unsere hergestellte Hardware verkaufen. Super. Und wir nehmen natürlich auch noch die Industriegüter mit. So, wir holen die Technologie hier raus, wir legen die ab, klappen die auf und zack, haben wir die Technologie sozusagen erforscht, in Anführungszeichen. Und jetzt könnten wir in unserer Fabrik die Skaza herstellen. Ist das nicht cool? Zack. Ich schau mal, dass ich vielleicht noch ein, zwei Salzferkel einstelle. Hier schläft ein Handelsschiff. Ja, bitte andocken. Der schläft auch. Was ist mit dem Kollegen? Du chillst hier rum. Dann einmal eingestellt. Und ah, der kommt gerade an. Sauber. Huch. Was ist nü passiert? Das war aber der hier. Handelsschiff ist gelandet. Du bist engagiert. Und ich habe wieder Escape gedrückt. Ich glaube, wir sollten die Escapes mal zählen. So. Cool, hier können wir unsere Luxusgüter richtig teuer verkaufen. Hier können wir auch wieder Medikamente einkaufen. Eine Krankenstation haben wir eigentlich schon. Brauchen wir nicht. Cool, während wir hier im Menü sind, werden noch Luxusgüter reingestapelt. Aber ich glaube, das war es jetzt. Okay. So, bei den Skazern würde ich sagen, nehmen wir ein paar zum Eigengebrauch. Aber erstmal lassen wir noch Fracht herstellen, Luxusgüter. Das ist nämlich ein saftiger Gewinn gewesen. Wir produzieren die für 650 und verkaufen die für 1500. Also den Gewinn lassen wir uns nicht entgehen. So, ein paar Skazer werden wir zum Eigenbedarf nutzen. Und dann gucken wir mal, ob wir Skaza auch verkaufen können. Da bin ich mir nämlich gar nicht so sicher. Wie sieht es hier oben aus? Keine Superschlange, also wir kommen jetzt mal mit den drei aus. Ja, ich bin's wieder. Euer alter Freund Arona, angesichts unserer... Ja, was hast du denn? Ladestation, Skaza. Können wir ihm aber nicht verkaufen. Das Ware natürlich wieder Schrott. Was sagt ihr dazu? Mülleimer, Lavotron, Sternmotel. Also eigentlich haben wir das alles schon. Reizt mich jetzt nicht so. Es reizt mich aber so sehr, dass ich wieder die Escape-Taste drücke. Rechtsklick ist der Weg raus aus dem Menü. Da wieder ein Händler. Eine Fabrik hat die Produktion abgeschlossen. Okay, ich guck mal, ob ich das blöde Mobiliar, was ich die ganze Zeit in meiner Leiste, einfach in den Recycler jetzt reinbeamen kann, weil ich brauche das nicht. Ja, super, klappt. So, hier ist Stau, auch cool. Dann lassen wir weiter Luxusgüter herstellen. Ein Handelsschiff ist gelandet. Ein Handelsschiff?
Hier können wir unsere Medikamente für einen guten Preis verkaufen, aber wir können auch wieder Luxusgüter einkaufen. Sind auch günstig. Eine Disco haben wir schon. Ich Das glaube, wir Handelsschiff ist brauchen nur noch ein abgeflogen. paar Salzferkel, weil die konkurrieren gerade zwischen Recycler und Fabrik. Ja, wobei ja beim Eine Recycler nicht so viel Bestandsaufnahme los hat ist. ergeben, dass euer Inventar einen Wert von mehr als 40.000 Energieeinheiten hat. Danach habe ich aufgehört zu zählen. 40.000, das klingt doch super. Wir müssen mal gucken, wie voll unsere Frachträume sind. Also der rechte hier ist, oh je, fast am Limit. Hier ist noch ein bisschen Platz. Im schlimmsten Fall müssten wir jetzt echt nochmal einen Frachtraum kaufen. Werden wir mal sehen, wie sich das hier so weiterentwickelt. Da haben wir jetzt erstmal noch einen Händler. Ein Ja, Handelsschiff ist ge unsere Sensoren Sonnenprotuberanzen messen nehmen wir starke mit. Sonnenprotuberanzen. Sollen wir So, die der Händler ist Energiekollektoren neu da. Was hat er denn? konfigurieren, um etwas Solarenergie zu speichern? Frachtraum, Energiebooster. Ich glaube, wir können Skaza nicht verkaufen. Wir können hier aber die Industriegüter loswerden. Einmal Hardware und ein bisschen Schwarzmarktwaren kaufen. Ich kaufe auch noch einen Frachtraum. Und dann auch noch den Energiebooster. Das heißt, wir öffnen hier die Skaza-Pakete. Ich glaube, man kann diese Sachen nämlich nicht leider verkaufen. Das Handelsschiff ist abgeflogen. Dann können wir die aber wenigstens nutzen. So, Arona ist auch da. Hübsche Station. Mann, wenn ihr seht, was ich für euch habe, fallen euch die Augen aus den Höhlen. Und wenn ich euch verrate, was euch der Spaß kostet, platzen euch vor Freude die Okay, Trommelfelle. nichts, was wir gebrauchen können. So, dann. Oh je, kriegen wir noch irgendwo einen Frachtraum überhaupt hin? Jetzt haben wir ein Problem. Wo setze ich den hin? So ein Pech. Kann ich das hier verschieben? Raum abreißen. Die Akzeptieren. Protuberanzen sind Glück vorüber. gehabt. Der wird dann nämlich wieder in Konstruktionspläne runtergesetzt. So, wieder ein Händler. Wo ist mein Frachtraum? Wo ist mein Frachtraum? Eine Fabrik hat die Produktion abgeschlossen. Ja, dann geben wir gleich mal ein neues in Auftrag. Aber ich hatte doch gerade noch einen Frachtraum in der Hand. Ist das jetzt ein Bug gewesen? Das ist ja doof. Ein Handelsschiff ist gelandet. Hier steht auch noch, dass ich einen Frachtraum habe. Bin ein bisschen verwirrt, um ehrlich zu sein. Eine Bestandsaufnahme hat ergeben, dass euer Inventar einen Wert von mehr Naja, als da ist er. 40.000 Energieeinheiten hat. Danach habe ich aufgehört zu Okay, zählen. dann noch ein Energiebooster. Haben wir dafür noch Platz? Ja, hier. Ja, wir haben ja eine ganze Skaza-Armee mittlerweile. Auch nicht schlecht. Wie sieht es denn hier oben aus? Disco ist besucht. Da ist keine lange Schlange. Das sieht alles gar nicht so verkehrt aus. Krankenstation war jetzt, glaube ich, auch eher schwach besucht. Na, wo ist er? Da. Da arbeitet doch nicht mal einer. Oh, wenn es keine Patienten gibt, ne? Macht's ja auch Sinn.
Ich sehe auf dem Radar, dass Arona in Kürze hier sein wird, um eure Schulden einzutreiben. Ihr solltet die 25.000 Energieeinheiten besser auftreiben. Wenn es um sein Geld geht, versteht Arona nämlich keinen Spaß. Wir haben nur 18.000. Wir sollten uns mal beeilen. Eventuell kriegen wir noch einen Händler rein. Jetzt haben wir echt ein Problem. Ja, da ist noch ein Händler. Wenn wir Glück haben, kriegen wir da noch was verkauft, bevor Arona kommt. Ich habe tatsächlich einen Kredit von dem Halsabschneider aufgenommen. Die Nachricht hatte ich einfach weggeklickt. Die hatte ich mir gar nicht so genau durchgelesen. Ein Handelsschiff ist gelandet. Super, da ist auch schon der Arona. Hoffentlich kriegen wir die Kohle zusammen. Ja, das klappt. Wir haben so viel Luxusgüter. Zack, 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 zack. So, mehr will der Händler nicht mehr haben. Können wir ihm auch noch ein bisschen Medikamente abkaufen. Aber die 25.000 für Arona haben wir auf jeden Fall. Hi, hübsche Station. Mann, wenn ihr seht, was ich für euch habe, fallen euch die Augen aus den Höhlen. Und wenn... Arona ist abgeflogen. Okay. Schade, das Menü ging gar nicht auf. Eine Fabrik hat die Produktion abgeschlossen. So, dann nehmen wir die Produktion wieder auf. Ja, ich glaube, das läuft gerade ganz gut hier. Ich glaube, wir könnten noch mal ein paar Salzferkel gebrauchen, aber ich will auch erstmal die 25.000 Schulden loshaben. Nicht, dass es da gleich noch mal Ärger gibt. Ein weiterer Händler, sehr schön, sehr schön, sehr schön. Wie sieht es auf Station oder auf Ebene 2 aus? Okay, nur eine Sirene am Arbeiten, aber da ist noch nicht viel los. Die Disco scheint hier am besten zu laufen. Und da kommt unser Handelsschiff angeflattert. Ja, unsere Lager sind auch... Ein Handelsschiff ist gelandet. Relativ leer, ja. Kommen wir mal rein. So, was können wir hier gut loswerden? Medikamente. Für 750 Einkauf verkaufen für 1200. Super Preis. Liebesnest und Disco haben wir schon. Und der Rest ist eher Durchschnittspreis. Dann gehen wir da erstmal raus. Das Handelsschiff ist abgeflogen. Also, was mir nicht ganz klar ist, wie dieser Wert hier oben immer schwankt. Ja, jetzt haben wir 44.000 geschätzter Frachtwert. Eben waren es 51.000 und eigentlich habe ich ja... Achso, ja, ich habe Waren verkauft, aber habe dafür Credits bekommen. Das heißt, er rechnet tatsächlich den Warenwert und nicht mit meinem Geld zusammen. Natürlich dämlich. So, schauen wir mal, dass wir noch ein, zwei Salzferkel einstellen. Denn wir wollen ja unseren Recycler auch betreiben. Okay. Ist nix. Das heißt, er ist wohl gerade drin in dem Sternmotel. Ich vermute mal. Der lässt sich gerade checken. Okay, was haben wir hier? Hallo, hier ist Arona. Wie stehen die Aktien? Ich habe hier wieder mal Arona. Ladestation, Fabrik, Frachtraum, Raumdock, Kojentrakt. Technologie haben wir schon. Na, sind wir im Geschäft. Mhm. Aber wenn ich bauen muss, um meinen Gebäudewert zu erhöhen, dann werde ich jetzt auf jeden Fall mehr Gebäude bauen. Denn alles andere
Scheint ja hier nicht zielführend zu sein. So, da haben wir noch einen Händler. Wobei wir jetzt gerade sprunghaft auf 64.000 hochgeschossen sind. Ist mir irgendwie nicht klar, wie sich das hier berechnet. So, dann setzen wir hier oben noch einen Snackomat hin. Jetzt wird das schon wieder ein Konstruktionsplan. Ich hatte doch eine Ladestation, ein Snackomat und einen Kiosk. Ich bin verwirrt. Was passiert hier? So, Energiebooster brauchen wir nicht. Hardware, guter Preis, nehmen wir mit. Schwarzmarktwaren auch. Okay. Eine Fabrik hat die Produktion abgeschlossen. Okay. Na, jetzt ist das Kiosk auch da. Jetzt wird es auch langsam eng hier oben. Wobei, wir können hier auch noch vergrößern, rechts und links, für kostenlos. Eine Bestandsaufnahme hat ergeben, dass euer Inventar einen Wert von mehr als 40.000 Energieeinheiten hat. Danach habe ich aufgehört zu zählen. Genau, ich sehe hier oben 61.500. Mal sehen. Dann werden wir mal eine Fabrik wieder produzieren lassen. Hier ist wieder ein Handelsschiff. So, das Lager ist voll, das Lager ist voll und naja, da ist noch ein bisschen Platz, das geht so. Da ist wieder Arona. Hi, ich dachte mir, heute wäre ein guter Tag, um meine Energie abzuholen. Ja, haben wir. Habt ihr die 25.000? Großartig, danke. Es war mir ein Vergnügen, mit euch Geschäfte zu machen. Gut, dann haben wir das, den Druck auch erstmal raus. Ein Handelsschiff ist gelandet. So, hier gibt's günstige Mineralerze. Hier können wir nur Hardware loswerden. Industriegüter sind auch günstig. Okay, kaufen wir auch noch zwei Mülleimer. Unsere Sensoren messen starke Sonnenprotuberanzen. Mach das. Sollen wir die Energiekollektoren neu konfigurieren, um etwas Solarenergie zu speichern? Administrator, warum entlastet ihr die Skasse? Hi, hübsche Station. Mann, wenn ihr seht, was ich für euch habe, fallen euch die Augen. So, ein Lavotron können wir auch noch auf Ebene 2 setzen. Platzen euch vor Freude die Trommelfälle. Und Kohlentraktschleuse. Nee. Konstruktionspläne, Lavotron, das wollen wir aber auf Ebene 2 haben. Und zack. Mülleimer haben wir jetzt auch gerade gekauft. Wahrscheinlich unter Mobiliar, genau. So, einmal, wo ist hier das Snackomat? Einmal da. Oh oh. Zack, da ist es passiert. Das Spiel ist abgeschürzt. Auch nicht schlecht. Ich hoffe, der Autosave hat funktioniert. Wir schauen mal. Tja, ich hatte ja schon mal erzählt, dass ich am Anfang auch einige Probleme hatte, das Spiel zum Laufen zu bekommen. Ich habe dann so einen inoffiziellen Community-Patch installiert, Version 1.0.2. Seht ihr da unten auch vielleicht links. Ich hoffe, dass das jetzt funktioniert und wir nicht zu weit zurückgeworfen worden sind. Das wäre natürlich schade. So, jetzt haben wir auch wieder keinen Ton. Das hatte ich auch diverse Mal. Es gibt auf jeden Fall Autosaves Alpha, Kappa, Delta. Ich versuche es nochmal zu beenden. Vielleicht haben wir Glück. Und beim nächsten Mal kriegen wir Ton drauf. Wenn nicht, dann würde ich hier die Übertragung erstmal beenden. So weit, bis ich das hier zum Laufen bekommen habe.
Okay, jetzt ist es auch noch ein bisschen komisch positioniert. Ich höre aber auch nichts. Okay, das klappt so nicht. Ich mache jetzt erstmal so. Twitch-Stream läuft weiter. Ich nehme nur mal den Screen raus. Ich würde jetzt hier die YouTube-Folge beenden, da ihr, wie ihr ja seht, das hier nicht wirklich funktioniert. Und wir sehen uns dann bei der nächsten Folge zurück. Hoffentlich mit der Mission 3, die uns nicht so weit zurückgeworfen hat. Und ich kriege auch Startopia wieder zum Laufen. So ist das manchmal mit der Technik. Also, danke fürs Zuschauen und wir sehen uns in der nächsten Folge Mission 3 Startopia Let's Play Classic.